Hi, heute wird es wieder richtig lecker, denn ich habe das hier für euch gemacht. Das ist ein saftig gegrilltes Secreto auf einem Pastabett. Und wie man das alles auf dem Grill macht, zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für das Secreto auf dem Pastabett brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch. Das hier sind 500 Gramm Secreto vom Kräuterschwein. Habe ich euch schon oft gezeigt und kann es immer wieder nur empfehlen. Super lecker, eignet sich hervorragend zum Kurzgrillen. Und das werden wir gleich eben schön scharf auf dem Grill angrillen. Vorher ein klein wenig mit meiner mediterranen Gewürzmischung würzen. Und dann kommt das Ganze auf ein Pastabett. Die Nudeln koche ich gerade noch. Und dann haben wir hier Knoblauch, wir haben Chiliflocken, ein bisschen frischen Basilikum, ein paar Tomaten, jede Menge Olivenöl und etwas Parmesan. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Damit, dass ich das Secreto vom Kräuterschwein jetzt gerade mit meiner mediterranen Gewürzmischung würze, das Ganze wieder in einer Schale, damit, wenn etwas vorbeifällt, wir uns die Gewürzmischung nicht verschwenden. Und wenn der Wind uns nicht die Hälfte wegträgt, ist das Ganze ein Riesengewinn. So, und dann jetzt also einfach gerade das Fleisch in der Schüssel wenden. Das war also ringsrum an dem Fleisch Gewürzmischung haben. Es muss gar nicht viel sein. Wir haben ja nachher noch diese unglaubliche Pasta, wo das Ganze drauf angerichtet wird. Stelle ich jetzt gerade beiseite, dass der Rub ein klein bisschen anziehen kann. Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich brauche gleich eine ganze Menge Knoblauch. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Zehen. Da schneide ich jeweils das Ende ab. Und quetsche sie so ein bisschen an, dann können wir sie besser schälen. So, als nächstes wird der Knoblauch dann fein gehackt. Beziehungsweise wir schneiden ihn, hacken ihn einfach so durch. Wir müssen ihn nicht pulverisieren. Halt so, dass wir ihn gleich in der Pfanne schön gleichmäßig anbraten können. So, dann habe ich hier ein paar kleine Tomaten. Die werden jetzt einfach wirklich halbiert und dann in noch kleinere Stücke geschnitten. Die sollen wirklich nicht groß sein. So, dann machen wir mal am Grill weiter. Der ist gut vorgeheizt. Drin habe ich eine gusseiserne Pfanne stehen, die wiederum auch gut vorgewärmt ist. Und da hinein gebe ich jetzt Olivenöl. Und wie ihr seht, auch nicht zu wenig. Und dazu gesellt sich dann zum einen der Knoblauch und zum anderen die Chiliflocken. So, das Ganze jetzt gut umrühren und in Bewegung halten. Ihr seht, da geht richtig was. Und ich kann euch sagen, was für ein Duft. Es ist der Wahnsinn. So, und wir wollen gar nicht, dass der Knoblauch uns verbrennt. Der soll nur leicht anbräunen. Deswegen da auf jeden Fall das Ganze erstens gut in Bewegung halten und zweitens eben immer wieder umrühren. Nebenbei kann ich auf den direkten Bereich dann schon mal die Secreto legen, dass wir sie angrillen. Weiter geht's an der Pfanne. Knoblauch sieht fantastisch aus. Und daran gebe ich jetzt gute 250 Gramm Nudeln, die vorgekocht sind, zusammen mit ein klein wenig von dem Nudelwasser. Das Ganze gut durchrühren und vermengen. So, wir können das Secreto mal drehen. Kriegt schon schön Röstaromen. So, an die Nudeln gebe ich jetzt schon mal die kleingeschnittenen Tomaten. Und natürlich reibe ich ein wenig Parmesan oben drüber. Wenig hört sich bei der Microplane immer relativ an. Das Volumen, was das Ding erzeugt, ist einfach der absolute Knüller. Dann habe ich hier noch ein paar Blätter frisches Basilikum, kommen gerade einfach drauf. Und dann wird es jetzt einfach nur noch gerade einmal ordentlich durchgemengt. Die Tomaten sollen gar nicht garen oder dergleichen, die sollen einfach nur
schon mal damit dran, ein bisschen warm werden, denn kalte Tomaten schmecken einfach nicht, die müssen warm sein. Aber sieht das nicht fantastisch aus, Leute? Richtig großartig. So, Secreto wird nochmal gedreht. Und das ist dann auch gleich schon soweit. So, Secreto jetzt eine Kerntemperatur von knapp 50 Grad. Das darf noch ein paar Minuten liegen bleiben. Bei 60 Grad nehmen wir es aber spätestens runter und schneiden es auf. Und dann können wir anrichten. Die Nudeln sind fertig, sehen absolut fantastisch aus. Wir machen den Deckel nochmal zu. So, Leute, es ist vollbracht. Secreto ist fertig, darf vom Grill runter. Lasse ich noch eine knappe Minute liegen, damit es ein klein bisschen ruhen kann. Nudeln bleiben einfach so lange auf dem Grill. Denen geht es ja gut. Da freue ich mich richtig drauf. Ist das nicht ein absolut fantastisches Bild? Und ich kann euch sagen, die Knoblauchnudeln, die haben richtig Dampf. So, ich schneide das Secreto gerade auf. Einfach gerade in dünne Stücke. Und dann einfach auf die Nudeln draufsetzen, dass dann sich jeder einfach Nudeln und Fleisch zusammen nehmen kann. Das Secreto innen drin, herrlich saftig, hatte jetzt wie gesagt so eine Kerntemperatur von knapp 60 Grad und das ist in meinen Augen auch die richtige Temperatur dafür und es ist sehr forgiving. Ne? Also wenn ihr es jetzt länger drauf habt, dann verzeiht es euch das. Wie gesagt, eignet sich hervorragend zum Kurzgrillen, schön saftig, richtig geil. Jetzt einfach gerade auf den Nudeln anrichten. Damit Fleischsaft, der austritt, natürlich auch direkt in die Nudeln reinzieht. Schaut das nicht absolut fantastisch aus? Wer möchte, kann jetzt noch ein klein wenig Ready for Steak drüber geben. Weil so richtig gepfeffert hat man das Ganze ja noch nicht. Aber dann ist es fertig. Mein Secreto vom Kräuterschwein auf dem Pastabett. Und jetzt wird probiert. So, ich habe mir mal ein Löffelchen bereit gemacht. Hier habe ich ein Stück von dem Secreto und damit fangen wir auch an. Super saftig, außen schön kross angegrillt. Eine richtig geile Nummer. Und jetzt hier noch ein paar von diesen Nüdelchen. Es ist wirklich so einfach. Ne? Olivenöl, Knoblauch, Parmesan, Nudeln drüber und die Welt ist wirklich eine andere. Das ist eine hervorragende Kombination. Das Fleisch, wie gesagt, das Ganze ist ein Sharing Plate. Könnt ihr auf eine große Platte geben, auf den Tisch stellen oder eben direkt die gusseiserne Pfanne, die ja schön die Temperatur speichert. Das heißt, das Ganze ist also auch noch warm. Stell es einfach auf den Tisch und dann kann sich einfach jeder nehmen. Das ist eine richtig leckere und gesellige Geschichte, die ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Secreto vom Kräuterschwein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kriegt ihr beim Schwarzwälder, das ist eine absolut leckere Geschichte und habe ich auch schon 100 Mal auf meinem Kanal gezeigt. Ist aber immer wieder toll, also auf jeden Fall nachmachen. Das war's für dieses Mal, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich vielmehr über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat davon eine Insta-Story gesehen. Schaut also sehr gerne bei Barbecue aus Rheinhessen dort vorbei und dann seid ihr einfach mal ein bisschen näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Leute, ganz viel Spaß beim Nachgrillen. Das ist richtig lecker. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.